Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Bedrock Addon Erstellung. Willkommen zurück. Heute schauen wir uns wieder die Oxidation von Kupfer an. Und dazu haben wir jetzt hier drei weitere Variationen von unseren Kupferstatuen. Ihr seht, die haben bereits oxidiert. Oh nein, schrecklich. Ja, wir haben hier die gute alte Standardvariante. Und dann haben wir eben die oxidierten Variationen, wie man hinter mir sehen kann. Wir können noch einmal draufklicken, damit die wieder eine Stufe zurückgehen. So, und ich glaube, da muss noch eine Stufe. Ihr seht, jetzt haben wir alle vier Variationen. Und da kann man einfach die Oxidschicht einfach abkratzen mit dieser Axt. Und ich denke mal, das funktioniert an sich ganz gut. Wir können das ja mal vergleichen zwischen dem Kupferblock und der Kupferstatue, die wir hier haben. Also Kupferblock, Kupferstatue, Kupferblock, Kupferstatue, Kupferblock und Kupferstatue. Also ihr seht, das ist im Grunde identisch. Ja? Ich habe mir da ziemlich viel Mühe gegeben. Ich hoffe, euch gefällt das alles. Und dann ersetzen wir mal hier die eine Statue. So, wunderbar. Da kratzen wir nochmal ab. Da kratzen wir nochmal ab. Und dann da kratzen wir auch nochmal. Ihr merkt, das geht gerade ein bisschen schnell. Das liegt daran, dass ich hier die Random Tick Speed quasi erhöht habe, damit ihr das auch sehen könnt, dass sich das Ganze quasi schneller oxidiert. Ja, also, genug geplaudert, los geht's. Also, wie kann man das Verhalten nachmachen? An sich bräuchten wir ein Event, wodurch das Ganze quasi oxidieren kann. Und für ein Event brauchen wir eben einen Trigger, einen Block-Trigger. Und das fügen wir jetzt hier einfach mal hinzu. Also gehen wir hier zu Copper Statue Zombie. Und dann gehen wir weiter nach unten. Das ist, also der Block Trigger ist eine Komponente hier. Und die fügen wir einfach mal hier ganz unten hinzu. Da gehen wir zur Selection Box quasi und setzen ganz außen eine Klammer, machen ein Komma hin. Und dann haben wir hier Cute Ticking. Damit können wir das nach einer bestimmten Zeit dann eben verrosten lassen. So, Intervall Range. Und dort tippen wir jetzt Folgendes ein. Ich erkläre gleich, wie es dazu kommt. Nämlich grundlegend dauert es halt eine gewisse Zeit, ja, bis Kupfer oxidiert, bis es verrostet, könnte man sagen. Und in Minecraft, also zumindest auf der Bedrock Edition, ist es so, das dauert zwischen 16 und 27 Minuten. Ja? Das heißt, irgendwo in dem Bereich ist es halt so. Und wenn man jetzt quasi 20 Minecraft-Ticks pro Sekunde zählt, mal 60 Sekunden pro Minute, mal 16, quasi 16 Minuten, dann bekommt man hier 19.200. Und wenn man dasselbe nochmal mit 27 macht, dann kriegt man 32.400. Und damit kann man dann eben ausrechnen, wie lange der Bereich quasi ist. Dann wird halt eine zufällige Menge an Ticks quasi ausgewählt, die in diesem Bereich liegt. Ja? Und jetzt füge ich hier gerade das Event hinzu, das quasi dann ausgelöst werden soll, nämlich TA-Doppelpunkt Oxidize. Das soll dann eben nach diesem Zeitraum oxidieren. Und das wäre so ziemlich alles zu dem Block-Trigger. Dann fügen wir jetzt hier unsere Events hinzu, nämlich unser TA-Doppelpunkt Oxidize. TA, hoppla, nicht Unterstrich, sondern Doppelpunkt. TA-Doppelpunkt Oxidize. Doppelpunkt, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und dann sagen wir Folgendes: Wir verändern ja im Grunde unseren Block. Ja? Das heißt, wir sagen Set Block. Und das müssen wir tatsächlich viermal machen, denn wir haben hier diese Eigenschaft mit den unterschiedlichen Rotationen. Hier weiter oben die Traits im Grunde, wo wir Cardinal Direction haben. Und die müssen wir quasi einzeln abfragen. Und dann müssen wir eben erst den Block setzen. Heißt, wir machen Folgendes: Wir sagen Sequence. Damit können wir quasi mehrere Sachen hintereinander ausführen an sich.
Aber in diesem Fall, hoppla, in diesem Fall würden wir dann unterschiedliche Bedingungen setzen, um diese einzelnen Zustände quasi abzufragen. Machen wir das so, dann sagen wir Condition, das ist also eben eine Bedingung, die vorausgesetzt wird, zum Beispiel Query.blockProperty. Und dann kennt ihr inzwischen schon von den Permutations Minecraft, Doppelpunkt, Cardinal Direction, Apostrophe, Klammer zu, gleich gleich, North. Genau so. Und dann machen wir das eben für die nördlichere Variante zuerst. Und zwar sagen wir dann Setblock und Block Type. Man kann es hier als String angeben oder eben auch wieder als, ja, als JSON-Objekt. Und dann müssen wir hier einmal, okay, das wird nicht vorgeschlagen, egal, wir sagen hier Name. Beim Namen tippen wir dann halt den Block ein, den wir haben wollen. Der existiert tatsächlich noch nicht, aber in dem Fall wäre es Copper Statue Zombie Exposed, glaube ich. Sollte sein, ja. Exposed, freiliegend, auf Deutsch übersetzt. Und dann können wir hier noch die Zustände oder die Eigenschaften im Grunde verändern. Sagen wir dann eben States, Doppelpunkt. Und dann müssen wir halt eingeben, welchen Zustand oder welche Eigenschaft wir quasi ändern wollen. Und in dem Fall macht es natürlich Sinn, Minecraft Doppelpunkt Cardinal Direction zu ändern. Und das setzen wir dann logischerweise auf North. So. Und das machen wir im Grunde jetzt viermal für die vier unterschiedlichen Himmelsrichtungen. Das heißt, ich mache das einfach mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann gehen wir einmal durch die Werte durch. An sich hat sich ja nicht viel verändert. Also wir hatten ja hier North North, dann haben wir hier South South, West West und East East. Und das ist im Grunde alles. Ja, das hat sich alles so. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Ja, es ist so geblieben, wie es vorher ist. Und jetzt können wir auch noch quasi das Abschaben von den oxidierten Schichten quasi hinzufügen, dass man den ganzen Prozess hier rückgängig machen kann. Allerdings müssen wir dazu erstmal das hier einmal kopieren, nämlich dann die, ja, die freiliegende Variante davon schaffen. Dazu gehen wir einfach hier raus, gehen da auf die drei Punkte, sagen Edit und Duplicate. Dann wird es einfach einmal kopiert und wieder eingefügt. Und dann können wir das hier verändern und sagen Unterstrich Exposed. So, das wird dann eben die freiliegende Variante. Der Name hat sich nicht geändert, stark. Dann machen wir das nochmal, Rename. So, einmal wieder löschen, Unterstrich Exposed. Jetzt hat es geklappt. Okay. Ja, irgendein Fehler, keine Ahnung. Dann können wir jetzt hier reingehen. Dann müssen wir hier natürlich den Identifier verändern. Ansonsten würde es den alten Block einfach überschreiben. Also hier haben wir dann Exposed. Die sollten an sich alle gleich bleiben. Map Color müssen wir einmal abändern. Und zum Glück habe ich mir da die Werte schon notiert. Ansonsten schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Da habe ich einen Link zu den ganzen Kartenfarben notiert. Und ich mache hier gerade ziemlich eine Unordnung. Nein, so, jetzt aber. Also, da haben wir 135. Da haben wir 107. 107. Und da haben wir 98. So, und dann ist es hier dieses Grau. Braun, ja. Texture müssen wir auch einmal verändern. Statt Copper Block haben wir jetzt Exposed Copper.
So, mal nachschauen. Einmal zurückgehen und ihr seht Exposed Copper, das ist auf jeden Fall richtig. Selection Box sollte genau gleich bleiben. Q-Taking Oxidize, das geht dann halt eben in die nächste Stufe rüber. Statt Exposed haben wir dann Weathered. Ja, dann ist es auf Deutsch verwittert. Das verändern wir halt alles hier überall. Also auch hier sagen wir Weathered. Hier müssen wir es auch ändern und dann beim letzten eben auch. Irgendwas ist da falsch. Weathered. Dankeschön. Oha. Wir sind jetzt einfach ganz nach unten gegangen. So, es sollte jetzt aber das letzte sein. Exposed machen wir zu. Weathered. Wunderbar, einmal nachschauen. Weathered, weathered, weathered und weathered. Super, dann müssen wir jetzt hier unseren zweiten Block-Trigger hinzufügen. Und ich denke mal, ich mache das einfach oben drüber. Macht keinen großen Unterschied natürlich. Na, komm. Und Interact. Also wenn wir damit interagieren, wir wollen ja nicht mit allen Sachen interagieren, sondern nur mit Äxten, die wir in der Hand halten. Und dazu fügen wir natürlich eine Mulang-Query hinzu. Die solltet ihr auch inzwischen kennen. Query.is-item-Name unterstrich item unterstrich name unterstrich any. Is item name any. Damit kann man Gegenstände im Inventar fragen. Hoppla. Und zwar müssen wir erstmal einen bestimmten Slot angeben. In dem Fall slot.weapon.mainhand. Das ist dann eben der Gegenstand, den wir gerade jetzt in der Hand halten. Ich habe eine Liste dazu in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch unterschiedliche Inventarslots anschauen. Ja? Dann müssen wir eigentlich eine Zahl angeben, wie 0 zum Beispiel oder 1, 2 oder so weiter. Allerdings können wir ja nur einen Gegenstand in der Hand halten. Daher können wir das auch einfach weglassen. Ja? Und dann fragen wir jetzt Gegenstände ab, die dann in der Hand gehalten werden sollen. Und da braucht ihr immer ein Präfix. Also selbst wenn ihr die ganz normale Holzaxt nehmt, ihr müsst Minecraft Doppelpunkt davor schreiben. Ist einfach so. Ja? Und dann haben wir hier Wooden Axe. Wieder eine Apostrophe. Dann können wir ein Komma setzen und dann können wir weitere Äxte hinzufügen. Zum Beispiel Minecraft Doppelpunkt Stone Unterstrich Axe. Ja? Und ich würde sagen, ich mache das jetzt hier einfach schnell mal für alle von denen hinzu. Wenn ihr natürlich quasi von einem eurem eigenen Verhaltenspaket Äxte benutzen wollt, dann müsstet ihr die hier auch hinzufügen. Okay, dann hätten wir das. Minecraft Doppelpunkt Netherite Axe. Gehen wir einmal durch. Natürlich die Klammer am Ende nicht vergessen. Wir haben jetzt hier Wooden Axe, Stone Axe, Golden Axe, Iron Axe, Diamond Axe und Netherite Axe. Einmal sicherstellen, dass die alle richtig geschrieben sind. Insbesondere hier Wooden, ja, nicht Wood Axe und nicht Gold Axe, sondern Golden Axe. Ist halt einfach so, ja.
Die anderen sind aber an sich die ganz normalen Namen. Und dann müssen wir einmal hier nach hinten, Komma setzen, eins nach unten und dann eben das Event, das dabei ausgeführt werden soll. Und in dem Fall ist es nicht Oxidize, sondern Interact. So. TR-Interact, das wird natürlich noch nicht erkannt. Das fügen wir jetzt hier einfach noch hinzu. Und ich würde sagen, wir machen das einfach hier oben drüber. Also TA Doppelpunkt Inter. Ich glaube, wir haben es vorher Interacted genannt, daher nenne ich das jetzt auch hier oben mal anders. Interacted. So. Interacted Doppelpunkt und dann eben geschweifte Klammern. Und dann, was wir jetzt allererst machen, ist tatsächlich einen Befehl ausführen. Das liegt einfach daran, dass es hier ein bisschen, ja, ein bisschen anders funktionieren soll. Wenn man quasi die verrostete Schicht abschabt, dann entstehen dabei Partikel, ja. Und die würde ich ganz gerne hinzufügen. Die hat Vanilla Minecraft quasi funktionsfähig drin, sind aber nicht nutzbar für uns. Das heißt, wir müssen die Partikel selbst erstellen. Ja. Ist ein bisschen doof, aber machen wir noch. Also wir haben hier Run Command. Komm schon. Dann sagen wir Command. Hier können wir entweder einen einzelnen eintippen oder eben gleich eine ganze Liste davon. Dann müssen wir hier eben eckige Klammer machen. Und das erste ist tatsächlich slash Game Rule. Das liegt daran, dass jedes Mal, wenn wir ein Partikel quasi an einer Stelle erscheinen lassen wollen, dann wird das in der Befehlszeile angezeigt. Ja? Da, Partikel so und so wurde an alle Spieler versendet. Das wird immer wieder quasi gesendet, wenn wir irgendeinen Kupferblock abschaben. Und das wäre echt doof, ja? Das wäre echt unnötig. Daher machen wir das einfach quasi ganz kurz aus und danach wieder an. Also, Command Block Output, das ist tatsächlich hier das und das schalten wir hier auf False. So. Slash Game Rule, Command Block Output, False. Dann schreibt das quasi nichts in die Befehlszeile. Dann sagen wir Slash Particle. Den müssen wir natürlich noch hinzufügen. Und in dem Fall würde ich sagen TA Doppelpunkt Scraping. Particle, Scraping Particle, so. Und dann müssen wir eine Position angeben, welche in dem Fall halt Tilde, Tilde, Tilde wäre. Das ist dann eben genau an der Position, wo der Block gerade steht. Dort wird es dann eben ausgeführt. Und dann machen wir dafür noch einen Partikeleffekt, aber dazu kommen wir gleich noch. Zu guter Letzt müssen wir das Ganze natürlich wieder anschalten. Komm schon, Command Block Output und True. Okay, dann speichern wir das erstmal. Oder schließen es erstmal. Speichern und schließen. So. Dann erstellen wir mal unser neues Partikel. Dazu sind wir tatsächlich erstmal in Blockbench, damit wir die Farben quasi herausfiltern können. Und zwar gehen wir hier einfach mal auf ein neues Modell. Wir brechen das einfach ab. Wir gehen hier auf Texturen und importieren dann eine Textur. Denn das Ganze habe ich schon so ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir einen Kupferblock genommen. Ich habe den einmal quasi gewachst. Ich habe ihn oxidiert. Ich habe ihn deoxidiert. Und ihr seht hier die drei Bilder. Und das hier ist quasi das Abkratzen der oxidierten Schicht. Das importieren wir einfach mal. Dann gehen wir hier mal auf Malen, wählen das Bild einmal aus, holen uns auch hier die Pipette und gehen dann hier aufs Bild. Ihr seht, das ist ein bisschen verschoben. Ich packe das hier einfach mal auf die Werte, die mein Bildschirm halt gerade hat. 1280 mal 720. Ich weiß, nicht besonders beeindruckend, nicht mal HD, aber naja, es funktioniert. Also, wir gehen dann hier einfach zu dem Partikel, klicken da einmal drauf
Und dann sollten wir auch die Farbe davon haben. Das war hier das Hetzepartikelstück quasi. Daher nehme ich das einfach. Wenn wir hier auf die Farbe gehen, dann seht ihr 82E9BC. Das müssen wir uns einfach mal merken, den Hexcode hier. 82E9BC. Und dann gehen wir einmal rüber zu Snowstorm. Das ist quasi ein geniales neues Tool, was eigentlich auch vorgestellt werden müsste, aber ich mache es jetzt einfach so. Ich kenne mich selbst noch nicht so groß hiermit aus. Wir importieren jetzt einfach mal eine neue Datei. Und zwar von Bedrock Samples, Resource Packs, Particles. Und dann gehen wir ganz nach unten. Dort gibt es Wax, allerdings nur diese eine einzelne Variante, wovon Minecraft dann die drei unterschiedlichen Arten macht. Ihr habt es gerade gesehen, das ist dieses einzige Partikelstück mitten im Block drinne, quasi dort, wo die Achsen sich gegenseitig treffen, das ist die Mitte vom Block. Und da verändern wir jetzt hier ein paar Sachen, unter anderem eben Meta, den Identifier, würde ja Sinn machen, das zu verändern. Zwar nicht Minecraft-Doppelpunkt, sondern TA-Doppelpunkt Scraping Particle, so benennen wir das. Wir werden noch ein paar andere Sachen verändern, natürlich nicht alle, denn ich kenne mich da nicht so gut aus. Ja. Spawn Amount packen wir einfach mal auf 20. Das heißt, da werden insgesamt 20 von diesen Partikeln auf einmal erscheinen. Mit der Lifetime lassen wir so. Spawn Shape packen wir auf Box. Ja. Wenn man quasi einen Kupferblock deoxidiert oder abschabt quasi, dann sind ja außenrum um den Block überall diese Partikel. Daher packen wir das auf Box. Offset machen wir einfach mal auf 0. Wir wollen das quasi, dass in der Mitte vom Block ist. Und die Größe von der Box machen wir eigentlich auf 0,5, weil es die Hälfte vom Block ist. Aber wir wollen, dass sie quasi dicht außerhalb vom Block erscheinen. Daher packen wir es auf 0,55. Ja? Sonst sind sie zur Hälfte immer im Block drin. Dann machen wir das auf Surface Only. Das ist dann quasi nur die Oberfläche. Hier bei der Kupferstatue macht es vielleicht nicht ganz so viel Sinn, denn an sich, die Kupferstatue ist ja kein ganzer Block. Ja? Da würde es auch Sinn machen, wenn innen drin Partikel sind, aber wenn ihr es für was anderes noch verwenden wollt, dann wäre es ganz nützlich, wenn man das hier auf Surface Only packt. Appearance lassen wir so. Motion müssen wir unbedingt was verändern, denn hier, Direction, das sind Variablen, die Minecraft an sich verändern würde. Aber die haben wir quasi gar nicht. Ja? Das können wir gar nicht. Daher machen wir das hier einfach mal auf 0. Und die Partikel bewegen sich an sich ein bisschen nach oben. Daher machen wir das hier auf 0,1 oder so. Und die Geschwindigkeit machen wir positiv, damit sie sich halt sehr langsam nach oben bewegen. Einfach, damit das so ist. Rotation, Dynamic lassen wir einfach so. Lifetime. Particle Random 1, das ist irgendein Zufallswert, wie lange die dann halt am Leben bleiben quasi. Textur lassen wir genauso wie sie ist. Color and Light, das ist wieder eine Sache, wo ihr seht, da sind Variable.color.r.g.b, das müssen wir verändern. Und da kommen dann eben unsere Farben rein, und zwar 82E9BC. Das müssen wir uns merken und eintippen. 82E9BC und das sieht schon ganz gut aus. Das sollte die richtige Farbe sein. Keine Ahnung, lassen wir es mal aus. Collision brauchen wir nicht. Wir haben hier drüben quasi den Code, wenn wir das so manuell eintippen wollen. Aber ich kenne mich mit Partikeln nicht so gut aus. Daher machen wir das hier mit der Config. Und dann haben wir hier die Preview, ja, die Vorschau. Wenn wir draufklicken, dann seht ihr, da werden ungefähr 20 von diesen Partikeln außenrum um den Block erscheinen. Jedes Mal, wenn wir hier halt auf Starten drauf drücken. Und ich würde sagen, das klappt an sich ganz gut. Das sieht ziemlich realistisch aus. Das könnte von einem Kupferblock sein. Das heißt, wir können das hier einfach mal runterladen und dann in unserem Add-on importieren. So, wir gehen auf Ressourcenpaket, halten das einmal gedrückt, sagen, oh, nicht Create File. Wir sagen Create Folder und dort fügen wir dann Particle hinzu.
Perfekt. Dann gehen wir hier auf die drei Punkte, sagen Import-File. Dann gehen wir auf Dateien, zurück zu den Downloads und scrapingparticle.particle.json. Sollte jetzt da drinnen sein. Wunderbar. Einmal überprüfen. Scraping Particle. Okay. Ich werde nicht genau erklären, was da alles drin steht. Wie gesagt, ich kenne mich damit kaum aus. Und dafür haben wir Snowstorm als Tool. Und dann gehen wir hier zu Expose drüber. Und mal wieder nach unten. So, es wird kein Fehler angezeigt. Das scheint dann ganz gut funktionieren zu können. TA:scrapingParticle. Eine Sache können wir noch hinzufügen, nämlich der Ton. Es gibt tatsächlich einen Ton. Und dazu sagen wir hier slash playSound. So. Und das wird jetzt hier wahrscheinlich nicht drinne sein. Block.grindstone.use. Tatsächlich doch. Block.grindstone.use. Das ist dann so ungefähr das Geräusch. Ich glaube nicht, dass es ganz perfekt ist, aber ich hoffe es zumindest. Und das spielen wir für alle ab, die eben in einem Bereich von 16 Blöcken sind. Das kennt ihr ja wahrscheinlich schon. R gleich 16. Und dann eben hier noch die Klammer zu. Das heißt, wenn wir quasi mit einer Axt da drauf schlagen, dann wird hier dieses Partikel quasi generiert. Und zwischendurch werden die halt einmal ausgeschaltet, die Command Blocks, und wieder angeschaltet. Und dann hört jeder in einem Umkreis von 16 Blöcken dieses, ja, Kratzgeräusch, könnte man sagen. Dann können wir hier ein Komma setzen, so. Und an sich machen wir jetzt genau dasselbe wie zuvor. Also wir sagen auch hier wieder Sequence. Sequence, da haben wir das. Und dann fügen wir all die Sachen hier drinne wieder ein. Und verändert dann dementsprechend den Namen. Statt Weathered haben wir hier einfach nur Copper Statue Zombie. Und ich mache das jetzt einfach mal ganz schnell. Das dauert an sich nicht allzu lange, wenn man das kopieren könnte, aber hier auf Mobile kann man es einfach nicht kopieren. Daher muss man das einfach selber machen. Also bis gleich. Ich habe die jetzt mal alle hinzugefügt. Ihr seht wieder genau dasselbe wie zuvor. Wir haben North, North, South, South, West, West und East, East. Und diesmal habe ich eben den Namen so gemacht, dass es quasi einen Schritt zurückgeht. Statt Weathered habe ich hier einfach nur Copper Statue Zombie. Die Exposed-Variante, quasi die freiliegende Variante, wenn man die einmal abschabt, dann wird es wieder zu einem normalen Kupferblock, beziehungsweise hier zu einer normalen Kupferstatue. Übrigens habe ich hier den Namen verändert. Von dem Geräusch. Ich habe das vorher mit Grindstone, mit dem Schleifstein gemacht, weil das ziemlich gut geklungen hat. Scheinbar heißt es copper.wax.off. Ich weiß nicht warum. Es gibt kein anderes Geräusch, was irgendwie so ähnlich ist oder irgendwie einen anderen Namen hat oder so, aber scheinbar soll das das Geräusch sein. Daher machen wir das einfach so. Ja, und an sich ist es genau dasselbe. Hat sich nicht viel daran geändert, dann können wir das hier auch mal schließen. Wir kopieren das jetzt hier noch zweimal. Und zwar eben dann für Weathered und für Oxidized. Die beiden Varianten fehlen uns ja noch. So, dann müssen wir das hier einmal umbenennen. Einmal alles löschen. Und dann sagen wir Weathered. Weathered, so. Und das sollte passen. Ja, passt gerade noch so rein. Dann kopieren wir das einfach nochmal. Und dann benennen wir die natürlich gleich noch alle um. In den Dateien müssen wir ein paar Sachen ändern. Oxidized, so. Erstmal gehen wir zu Weathered rein. Und statt Exposed müssen wir hier beim Identifier dann unterstrich Weathered eintippen. Dann müssen wir das hier auch noch ändern, genau, bei der Map Color müssen wir das hier verändern zu 58, das ist 142,
Und das ist 140. 140. So. Statt Exposed Copper haben wir hier natürlich Weathered Copper. Mal schauen, ob das vorgeschlagen wird. 3, 2, 1. Und ja, das gibt es auf jeden Fall. Das sollte passen. Hier müssen wir das dann auch wieder verändern zu Copper Statue Zombie unterstrich Exposed. Viermal insgesamt. Also, hier müssen wir das auch einmal eins weiterführen zu Oxidized. Das ist ja dann, wenn es oxidiert, zur nächsten Stufe. Wunderbar, das sollte dann alles richtig sein. Einmal nochmal schauen. Oxidized, oxidized, oxidized. Exposed, 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 exposed. Und das Ganze heißt weathered. Gut, dann können wir das speichern und schließen. Und dann gehen wir einmal zu oxidized rein und verändern die Daten auch nochmal. Dann müssen wir hier natürlich auch den Identifier verändern. So, statt Exposed haben wir hier Oxidized. Bei Map Color müssen wir das auch noch verändern. Da kommen 22, 126 und 134 hin. 134. Das sollte richtig sein. Ein bisschen sehr türkis. Oh, ich habe 226 hingeschrieben, nicht 126. Ja, jetzt sieht es besser aus. Statt Exposed Copper brauchen wir hier Oxidized Copper. Genau so. Dann können wir das hier entfernen, diesen Block-Trigger. On-Tick, Q-Ticking meinte ich. Q-Ticking, das kann ja gar nicht weiter oxidieren, das heißt, so können wir alles entfernen. Genau so. Und bei den Events können wir dann auch das Event Oxidize entfernen. Das heißt, diese vier Sachen hier. Ich glaube, das da können wir löschen. Und dann gehen wir da einfach bis ganz nach oben hin und entfernen das. Dann sollten wir das aber jetzt haben. Genau, wir haben die alle entfernt. Und das müssen wir jetzt hier natürlich nochmal ändern.
quasi, wenn wir das abkratzen von Oxidize, dann kriegen wir da Weathered heraus. Und dann ändern wir die 4 hier auch einmal. Statt einfach nur Zombie haben wir Zombie Weathered. Und damit sollte alles richtig sein. Hoffentlich. Ja, gut. Dann können wir das hier auch speichern und schließen. Wunderbar. Den ganzen Blöcken, die wir jetzt durch Kopieren und Einfügen hinzugefügt haben, müssen wir natürlich noch einen Namen geben. Daher gehen wir zum allerersten Mal hier in den Ordner Texts rein, in Resource Pack. An sich ist das die englische Übersetzungsdatei. Wenn ihr daraus die deutsche Übersetzungsdatei machen wollt, dann könnt ihr einfach quasi klein d, klein e, groß d, groß e hinschreiben. Ja? Das erste de wäre dann für die Sprache, Deutsch. Und das zweite DE ist dann fürs Land, also Deutschland. Hier haben wir zum Beispiel die US-amerikanische englische Übersetzungsdatei, daher ENUS. Wir fügen jetzt hier einen neuen Block hinzu, der aus irgendeinem Grund Teil genannt wird, keine Ahnung warum. Dann haben wir TA Doppelpunkt, das ist ja unser Präfix. Und dann Copper Statue Zombie Exposed, das ist eben dann der Block, Punkt Name, eben der Name, wir geben jetzt den Namen an und dann sagen wir hier freiliegende kupferne Zombie-Statue. Genauso. Ich finde es übrigens witzig, überall wo hier TA steht, denkt, dass das wäre ein Präfix, aber dabei stimmt das ja gar nicht. So, dann haben wir freiliegende kupferne Zombie-Statue. Dann gehen wir weiter, Teilpunkt TA, Doppelpunkt Copper Statue Weathered, Copper Statue Zombie Weathered, Entschuldigung, Punkt Name, gleich, es wird jetzt hier direkt auf Englisch vorgeschlagen, aber in dem Fall schreiben wir es ja auf Englisch, verwitterte kupferne Zombie Statue. Und hier wurde es gerade groß geschrieben. Tatsächlich glaube ich das zumindest, dass es an sich überall mit einem großen Buchstaben beginnt. Also verändern wir das einfach mal so. Dann ist es halt einheitlich, ist nicht ganz korrekt, aber so, dass es zumindest einheitlich ist. Dann fügen wir das noch für die letzte Variation hinzu, nämlich Copper unterstrich Statue. Unterstrich Zombie unterstrich Oxidized Punkt Name. Die haben genauso lange Namen, fast genauso lange Namen wie die Kupferblöcke, die verwitterten und freiliegenden, gewachsenen Kupferblöcke, was auch immer. Die sind echt lange Namen hier. Oxidierte kupferne Zombie-Statue. So. Da haben wir kupferne Zombie-Statue, freiliegende kupferne Zombie-Statue, verwitterte kupferne Zombie-Statue und oxidierte kupferne Zombie-Statue. Das sollte dann klappen. Speichern und schließen. Und dann können wir auch gleich hier im blocks.json die Geräusche verändern. Tatsächlich müssen wir die erstmal hinzufügen. Und zwar mit TA Doppelpunkt Copper Statue Zombie Exposed Doppelpunkt die geschweiften Klammern. Dann sagen wir Sound. Und dann müsste hier irgendwo Copper sein. Und das machen wir dann auch mit den anderen beiden. Also TA Doppelpunkt Copper Statue Zombie Weathered, Doppelpunkt, geschweifte Klammern, dann Anführungszeichen, Sound und Copper. Und ein letztes Mal noch mit TA Doppelpunkt, Copper Statue Zombie Oxidized,
Doppelpunkt, geschweifte Klammern. Und dann nehmen wir Sound und packen es auf Copper. Dann können wir auch hier wieder speichern und schließen. Mir ist tatsächlich noch ein Fehler aufgefallen, nämlich hier unter den Events bei TA-Interacted, quasi bei allen dreien quasi oxidierten Variationen, tatsächlich muss dieses Sequence ganz nach oben. Das heißt, wir fügen das einfach hier nochmal hinzu, sagen Sequence, so, dann Doppelpunkt, Abstand, eckige Klammer auf. Erstmal nur auf, ja. Dann gehen wir eins nach unten, machen eine geschweifte Klammer auf, nur auf, wieder. Dann löschen wir hier dieses Sequence einfach komplett weg, machen das Komma auch weg, gehen eins nach unten, geschweifte Klammer zu, Komma. Damit sollten wir das an sich richtig gerückt haben. Ja, das Sequence müsste eigentlich weiter nach oben. Und dann können wir einfach mal die Datei speichern. Die sollte da auch direkt neu formatiert werden. Sieht auch so aus. Ihr seht, jetzt haben wir hier Sequence und das hier ist ein Teil dieser Sequenz quasi. Es wird alles nacheinander ausgeführt. Das hier wird zuerst ausgeführt und es hat ja keine Bedingung wie hier. Das heißt, es wird so oder so immer ausgeführt. Heißt, das wird immer ausgeschaltet, quasi Command Block Output. Dann werden diese Partikel abgespielt, es wird wieder angeschaltet und dann kommen die Geräusche. So. Dann sollte es jetzt funktionieren. Einfach nochmal exportieren, herunterladen, importieren, wieder in die Welt einfügen, Welt neu laden und dann sollte das Ganze klappen. Also bis gleich. Dann schauen wir uns mal an, ob das Ganze funktioniert. Ihr seht, wir haben hier noch die gute alte kupferne Zombie-Statue und die hier drüben sehen auch noch ganz in Ordnung aus. So, gehen wir einmal rüber. Ja, das sieht alles in Ordnung aus. Und so langsam sollte die dann auch anfangen zu oxidieren. Wir können das natürlich verschnellern, indem wir uns hier die anderen Variationen vom Block uns direkt holen. Und eine Axt, nehmen wir mal eine Diamant-Axt. Und zum Vergleichen oxidiertes Kupfer. Dann platzieren wir hier mal Kupfer und eine kupferne Zombie-Statue. Und dann seht ihr hier die Partikel, die gehen so ein bisschen nach oben. Und hier auch. Und das, wow, das ist gerade in dem Moment wieder oxidiert. Aber ihr seht, das funktioniert wunderbar. Ja, das passt auf jeden Fall. Und wir können auch einmal das anders ausprobieren, indem wir hier die so einmal im Kreis aufstellen. Können wir die einzelnen Rotationen auch prüfen, ob die alle gleich bleiben. Also einmal überall draufklicken, nochmal überall draufklicken und nochmal. Da funktioniert alles. Ja, wunderbar. Wir können uns den Effekt selber quasi nochmal anschauen. Ich habe hier einen Befehlsblock und einen Knopf. Machen wir schon mal den Knopf dran. Und dann können wir hier quasi den Befehl eintippen, also Particle. Man braucht kein Slash. Das liegt einfach daran, dass wir hier bereits im Befehlsblock sind. Deshalb brauchen wir das einfach nicht. TA-Doppelpunkt Scraping Particle. So. Und dann müssen wir einen Ort angeben. In dem Fall würde ich es gerne da drüber haben, also hier. Tilde, Tilde 1, das ist dann eben ein Block höher, Tilde. Und wenn wir das jetzt hier ausführen, dann seht ihr die Partikel. Und ihr seht auch Anfrage zum Erstellen von TA-Scraping Particle an alle Spieler versendet. Ja? Deshalb mussten wir diese Game Rule Command Block Output kurz ausschalten, danach wieder anschalten. Eben genau deshalb, ja? Damit das so funktioniert. Ansonsten würde es jedes Mal, wenn man irgendwie dieses Kupfer abkratzt, diese Nachricht im Befehlsfenster quasi erscheinen. So, dann würde ich sagen, können wir das Oxidieren davon einmal vergleichen mit einem Kupferblock.
Dazu holen wir uns hier mal einen. Die beiden können wir auch wieder zurückpacken. Dann packen wir das hier auch irgendwie auf einen Calcit-Block drauf. Genau so. Und dann, ja, vielleicht so. Und dann mache ich hier irgendwie einen kleinen Zeitraffer rein, damit ihr das einmal vergleichen könnt. Wie ihr gesehen habt, die sind gerade einfach komplett wegoxidiert. Die sind komplett türkis geworden. Jetzt schaben wir die einmal ab und ihr seht, das sieht im Grunde genau gleich aus. Ja? Also ihr habt da die Partikel, die gehen leicht nach oben. Hier haben wir die Partikel, die gehen leicht nach oben. Im Grunde ist es genau gleich. Ja? Also von der Funktionsweise praktisch identisch. Dementsprechend haben wir nur noch einen letzten Teil für die nächste Woche, wo wir das Ganze mit der Honigwabe dann noch machen. Weil sowas können wir bisher einfach noch nicht machen. Passiert nichts. Ja? Wir können da Honigwaben draufschmieren, Wachs draufschmieren und können den auch wieder entfernen. Aber das geht bisher noch nicht. Ja. Also, dann müssen wir einmal nächste Woche schauen, wie können wir das noch integrieren hier in unsere Statuen. Inzwischen sind auch hier drüben ein paar Sachen oxidiert. Ja, das dauert hier recht lange, weil die halt so viele auf dem Haufen sind. Deshalb oxidieren die dann deutlich langsamer. So, damit wäre es das dann aber. Das wäre es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!